alles, was du tust in deinem Leben, was du machen kannst, in deinen Händen, was du schaffen kannst, was du kreieren kannst mit deinem Geist, mit deinem Intellekt, in der Gruppe oder alleine. Trägt einen schwerwiegenden, grundlegenden Fehler in sich. Und ob es dir gefällt oder nicht, irgendwann, früher oder später, musst du darauf kommen. Der Grund ist einfach der, dass das Fundament in sich schon instabil ist. Nicht nur instabil, im Grunde ist gar kein Fundament vorhanden. Die Basis, von der das alles ausgeht, alles was du tust, was du dir überlegst, die Ideen, die Gedanken, der Wunsch nach Veränderung. Die Basis all dessen ist an sich schon falsch. Und deswegen trägt alles, was daraus hervorgeht, diesen Fehler in sich. Wer ein bisschen was mit Programmierung zu tun hat und von Programmierung versteht, der weiß das. Oder von Mathematik. Ist in der Prämisse schon ein Fehler. In den Vorbereitungen schon ein Fehler. Dann wird das ganze Projekt von diesem Fehler durchsetzt sein. Der Fehler wird sich potenzieren, sogar noch verstärken. Und genau das ist das, was passiert. Das ist das, was in den Systemen hier um uns herum vorliegt, dieser Fehler. In seiner hochgradig potenzierten Form. Also nochmal, ob du das gern hast oder nicht, früher oder später, wird jeder darauf kommen müssen. Ich meine, wer braucht da Beweise? Mach die Augen auf, sieh dich um. Oder lass es. Und bleib die Maschine, bleib der Roboter, das Rädchen im System. Und wenn du nicht zweifelst, dann schrei auch nicht nach Beweisen. Ganz einfach. Ich meine, und wenn du schon zweifelst, dann mach's wenigstens richtig. Dann wenigstens richtig, voll und ganz im Zweifel. Fragen stellen. Und zwar Fragen an dich selbst. Was tust du hier? Warum machst du dies? Warum tust du jenes? Warum reagierst du so? Warum scheust du die Situation? Warum scheust du jene Situation? Warum magst du das oder magst das nicht? All diese Fragen stell sie dir ehrlich, wenn du zweifelst. Über dich, dein Leben und über alles, was ist. Ich meine, sogar ein Kleinkind lässt irgendwann mal die Hand, die es festhält, los und traut sich ein paar Schritte alleine zu laufen. Komischerweise haben wir das irgendwie verlernt. Diese Risikobereitschaft. Diesen fundamentalen Fehler in allem, in allen Systemen, die wir erschaffen oder erweitern, in allem, was wir tun. Diesen fundamentalen Fehler kann man übrigens auch nicht wegmeditieren oder ähnliches. Der Geist, der Animus, wird noch verstärkt. Die Gedanken werden noch verstärkt. Die Illusion wird noch verstärkt. Ich will überhaupt nichts gegen Meditation sagen. Meditation an sich kann sehr hilfreich sein, kann auch durchaus eine Initialzündung geben zur Selbsterkenntnis. Ja. Aber meines Erachtens ist es mit der Meditation nicht anders als mit dem Kiffen auch. Ja. Es kommt halt irgendwann die Zeit, damit aufzuhören. Und zu erkennen, wozu das eigentlich gut war. Dass es nicht um die Erfahrung selbst geht, sondern einfach, dass man das nutzt, wohin einen das gebracht hat oder auf was für Ideen einen das vielleicht gebracht hat oder in was für Situationen einen das gebracht hat. Mir fällt da ein interessanter Bericht ein, den ich vor längerem mal gesehen habe. BBC-Berichte, wo es um einen Versuch ging mit Menschen, eine Gruppe von Menschen, Männer und Frauen aus unterschiedlichsten Charaktere, aus unterschiedlichsten Lebenssituationen, sollten, ich weiß nicht wie lange, 14 Tage
drei Wochen, vier Wochen in absoluter Isolation und Dunkelheit ausharren und wurden dabei gefilmt, beobachtet, wie sie das aushalten. Unter diesen Menschen war ein Mann, der von sich selbst erzählt hat, dass er seit vielen, vielen Jahren sehr erfahren ist in Meditation und sehr viel meditiert und ein ganz ausgeglichener, ruhiger Mensch ist. Und dass er ganz zuversichtlich ist, dass er das auch aushalten kann. Tatsache war im Endeffekt, dass dieser Mann das am allerschwersten ausgehalten hat von allen. Anfangs ging es ihm noch besser. Er konnte sich hinsetzen, er konnte meditieren, er konnte sich selbst beruhigen, während die anderen sehr nervös wurden von Tag zu Tag. Aber je länger dieses Experiment dauerte, desto schlimmer wurden die Symptome bei ihm. Ja, er wurde immer unruhiger und immer... Also es war eigentlich wieder erwartend, hatte er am meisten zu leiden unter dieser Situation. Und da stellt man sich dann doch die Frage, warum? Ja, warum ist das so, wenn dieser Mann doch so geübt ist darin, in absoluter Stille zu verharren? Und meiner Ansicht nach ist das auch ein Zeichen dafür, dass Meditation eben auch ein systemimmanentes Instrument ist, das das Futter für den Geist braucht. Das heißt, all das, was um dich herum passiert. Das heißt, Meditation ist quasi der Gegenpol für den hektischen Alltag. Und ohne den hektischen Alltag funktioniert auch die Meditation nicht mehr. Ohne diese ganzen Einflüsse, diese Reizüberflutung, der man ausgesetzt ist und der man sich selbst freiwillig auch immer wieder aussetzt, funktioniert auch die Meditation immer schlechter, immer schwieriger. Hat sich für mich sehr logisch, sinnvoll erschlossen und ich habe auch viel Erfahrung gesammelt mit der Meditation. Und ja, das sind so meine Erkenntnisse daraus. Das heißt, Meditation hilft uns da auch nicht raus. Ja, Meditation hilft aus dieser Situation nicht raus. Es kann aber einen Anlass geben, anders zu denken, eine Möglichkeit geben, anders zu denken, eine andere Sicht auf die Dinge zu erlangen und dadurch dann zu wahrer, ehrlicher Selbstbefragung zu kommen. Ja, was ist das hier? Was passiert hier? Was ist mein Beitrag? Was bin ich überhaupt? Und kann ich mich überhaupt hier hinstellen und kann sagen, als scheinabgetrenntes Wesen, ich beobachte das hier und entscheide für mich, was hier los ist. Kann ich das überhaupt? Kann ich mich da überhaupt rausnehmen? Und diese ganzen Vorstellungen von Glückseligkeit und dieser Zustand der ewigen inneren Ruhe und Freude in Einheit mit allem. Wie soll das in unserer heutigen Zeit funktionieren? Oder ich weiß nicht, zu welcher Zeit auch immer das mal funktioniert haben soll, wenn ich die Einheit mit allem fühle, das, was tatsächlich der Fall ist. Wie soll ich mich da glückselig, fröhlich und gelassen fühlen? Klar, was ich meine? Was passiert mit allem? Was ist mit allem? Ich meine, die wir hier stehen und die wir die Möglichkeit haben, jetzt hier eine Kamera zu sprechen und in so einer Situation leben, nicht rund um die Uhr in irgendeinem Dreckloch mal lochen zu müssen, um überhaupt ein Kantenbrot auf dem Tisch zu haben, können schön von Glückseligkeit und innere Ruhe und Gelassenheit sprechen. Ganz toll. Schön verlogen. Einheit. Mit Einheit hat das nichts zu tun. Im Gegenteil. Wenn ich diese Einheit fühle, dann spüre ich auf einmal all das Leiden, das unsere Lebensweise, so wie wir mit den Wesen, mit uns umgehen, spürt man das auf einmal. Man spürt es und man sieht es nicht nur. Ja, das bringt nichts. Sehen,
gucken, sehen, ja, schön, vielleicht empfinde ich ein bisschen Mitleid, was auch immer, das bringt überhaupt nichts. Das führt nicht dazu. Im Gegenteil, ich grenze mich damit noch mehr davon ab. Wenn ich Mitleid empfinde, dann unterstelle ich ja, dass es hier jemanden gibt, der davon getrennt ist und der mitleidet. Das kann also nicht die Lösung sein. Das kann also auch nicht der Weg daraus sein. Im Gegenteil. Das ist nur, man ist dann quasi ein spiritueller Hamster, der in seinem Rädchen weiterrennt und das Getriebe am Laufen hält.